Heute feiern wir mit der Konditorei Koppenrad und Wiese eine Kinderparty unterm Zirkuszelt. Bunt verspielt und mit kreativen Highlights bestückt, haben wir diese süße Tortendekoration für kleine Dompteure, Artisten und Zirkusfans entwickelt. Dazu brauchst du Strohhalme, Masking Tape und einen Marzipanelefanten für die Dekoration, Lebensmittelfarbe in Blau und Rosa, kleine Marshmallows, Mandelstreusel, Schlagsahne und eine Koppenrad und Wiese Festtagstorte Himbeer. Die Festtagstorte aus der Verpackung nehmen und leicht antauen lassen. Nun vorsichtig die Sahnetupfer und Himbeeren mit einem Messer von der Torte heben. Daraus kannst du anschließend ein leckeres Dessert zaubern. Sahne steif schlagen und mit der roten und blauen Lebensmittelfarbe färben. Dabei reicht es schon, wenn du nur eine Messerspitze von der Lebensmittelfarbe in die Sahne einrührst. Das Ganze jetzt mit einem Handmixer verrühren, bis die Sahne die gewünschte Farbintensität hat. Von Pastell bis knallig bunt ist im Zirkus alles erlaubt. Fülle die blaue und rosa Sahne in zwei Spritztüten. Damit verzierst du den Tortenrand. Du beginnst am besten mit den blauen Zierstreifen und spritzt sie in gleichmäßigen Abständen an den Rand. Das wellenartige Muster erhältst du mit einer Blatttülle. Danach spritzt du die freien Stellen mit der rosafarbenen Sahne aus, bis der gesamte Tortenrand bedeckt ist. Mit dem Rest der rosafarbenen Sahne spritzt du kleine Sahnetupfer auf den oberen Tortenrand. Auf jeden Tupfer legst du jetzt einen Marshmallow. Danach verteilst du die fein geriebenen Mandelstreusel, sodass die ganze Oberfläche damit abgedeckt ist. Du hast es fast geschafft! Jetzt steckst du das Zirkuszelt, gebastelt aus Strohhalmen und Masking Tape, in die Mitte der Torte. Die restlichen Marshmallows kannst du zu einem kleinen Podest formen. Darauf legst du den Marzipanelefanten. Törö! Die Koppenrad und Wiese Zirkustorte ist fertig. Der Kindergeburtstag kann losgehen. Na dann, Manege frei!